Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns mal wieder eine ganz andere Produktsparte an. Gab es bei uns auch noch nie auf dem Kanal. Und zwar geht es um ein Notebook, um ein Ultra Slim Notebook der Marke Asus. Und zwar um das Asus ZenBook. Ja, bei den Laptops ist es immer ein bisschen schwierig. Da gibt es immer so viele verschiedene Ausführungen mit Speicher und Größe. Hier geht es auf jeden Fall um ein Aluminium-Notebook in 14 Zoll. Designtechnisch sehr, sehr ansprechend und auch die Hardware, die verbaut ist, ist relativ gut. Preislich liegen wir hier bei ungefähr 650 Euro, aber auch bei dem Preis ist immer mit Vorsicht zu genießen, denn hier gibt es eben sehr viele unterschiedliche Ausführungen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal zusammen an. Äußerlich sieht man jetzt hier nicht allzu viel, eben der Asus die Asus Aufschrift. In diesem Bronze ist dann schlussendlich auch oder sind auch einige Designelemente vom Laptop selber. Den Laptop gibt es in zwei Farbausführungen. Einmal in der hier, das ist so ein Silber mit Bronze, und dann gibt es noch so ein Blau, so ein Dunkelblau, Chromblau mit grauen Elementen. Genau. Ja, sonst gibt es hier gar nicht so sonderlich viel zu sehen. Hier oben ist das Siegel. Hier sind noch ein paar technische Details, vielleicht ganz kurz. Wir haben hier eine 512 GB M.2 SSD verbaut, 8 GB Speicher und wie gesagt ein Full HD Display mit 14 Zoll. Und hier ist auch noch die CPU drauf, sprich wir haben hier eine AMD R5 3500U verbaut. So viel mal dazu. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein und gucken, wie das Teil aussieht und was es denn so für Anschlüsse bietet. Dankeschön. Dazu werde ich hier hinten das Siegel mal brechen. Wir haben das Gerät bei Notebooks billiger erworben. Da gab es es eben in einem besonderen Angebot. Deshalb war es preislich einfach auch recht attraktiv. So, nachdem das Siegel offen ist, können wir das Ganze einfach nach oben wegklappen. Ah, hier oben hat es noch so eine kleine... Ich glaube, das soll so sein. Ja, also das soll wohl hier drin bleiben. In Search of Incredible. Und das Notebook liegt dann eben hier oben drin. Ja, es ist nicht nur Aluminium-Optik. Es ist tatsächlich auch aus Aluminium gefertigt. Und zwar aus einem Stück. Ja, so sieht das Ganze aus. In Folie eingepackt. Sehr kompakt, sehr dünn. Aber wie immer schauen wir uns das gleich im Detail an. Wir gucken jetzt erstmal, was denn der Packung sonst noch so beiliegt. Wir haben hier natürlich die Warranty Card und vermutlich auch noch ein kleines Benutzerhandbuch. Genau, Benutzerhandbuch, Warranty Card. Dann hoffe ich mal, dass noch ein Netzteil dabei ist. Das wäre schon ganz praktisch, wenn man das Notebook dann auch laden könnte. Ja, also wir haben hier ein sehr, sehr kompaktes Netzteil. Also wir haben hier im Prinzip den Trafo drin und hier dann direkt den Stecker, also kein so großes Netzteil mit Zwischenteil, das schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Und dann war hier noch eine kleine Box, da ist aber glaube ich gar nicht mehr viel drinnen. Nee, das war's. Nee, zur Sicherheit. Ja, also wir haben hier viel Kartonage, einfach auch, dass das Gerät transporttechnisch gut geschützt ist, aber auch viel mehr war da jetzt gar nicht drin. Gut, das reicht ja auch, sage ich mal. Das lege ich mal zur Seite. Wir widmen uns mal kurz dem Netzteil. Da ist nämlich ganz interessant, wie lang ist das Kabel. Ja, also ich würde sagen, wir haben hier ja, wahrscheinlich 1,80 Meter, knappe 2 Meter. Hier ist eben noch eine Folie drumherum. Die machen wir auch mal ab, weil ich mal schauen möchte. Das sieht hier recht interessant aus. Ja, ist aber. Manchmal gibt es noch die Möglichkeit, dass dieser Kopf von dem Netzteil verdrehbar ist. Ist hier aber nicht der Fall. Das sieht aber im ersten Augenblick so aus. Ist also starr. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr kompaktes Netzteil für ein Notebook. Ja, da zubehörtechnisch uns gar nicht mehr so viele Möglichkeiten gegeben sind hier, würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal das Notebook an, das hier in dieser Folie verpackt ist. Ja, also wir haben hier oben ein sehr, sehr schönes rund gebürstetes Aluminium-Design und hier oben dieses Asus-Logo obendrauf. Ansonsten ist es wirklich relativ schlicht.
würde sagen, wir gehen vielleicht gleich mal kurz die Anschlüsse zusammen durch. Also wir haben hier auf der rechten Seite ein Mikrofon oder ein Headset-In, eben kombinierten, ein USB, einen Mini- oder Micro-SD-Kartleser, also nur für die kleinen SD-Karten geeignet, und zwei LEDs. Und auf der rechten Seite haben wir die Stromversorgung, HDMI, einen schnellen USB-Port und einen USB-C-Port. Ja, auf der Rückseite haben wir hier nur noch Lüftungsschlitze, hier steht auch ZenBook Series drauf. Vorne ist, wie gesagt, gar nichts, nur so eine kleine Narbe, um das Laptop oder den Laptop zu öffnen. Und auf der Rückseite haben wir hier natürlich den Lüftungsschlitz und die Lautsprecher verbaut. Und sehen hier auch nochmal das Modell UM433D. Genau, und sonst würde ich sagen, gibt es so gar nicht mehr viel zu sehen. Ich würde sagen, wir klappen das Ganze mal auf. Dann sehen wir schon, dass das Display wirklich sehr, sehr rahmenlos ist. Ich zeige es vielleicht auch nochmal in die vordere Kamera. Wir haben hier also sehr, sehr viel Display und sehr, sehr wenig Gehäuse. Macht das Ganze optisch sehr, sehr ansprechend. Und auch diese bronzene Designelemente sind hier gar nicht so auffällig, wie sie im Internet auf den Bildern eigentlich im ersten Moment wirken. Da sind sie nämlich sehr, sehr mächtig. Hier ist es wirklich sehr, sehr schlicht. Ja, wir haben natürlich hier oben eine Webcam verbaut. Ansonsten ein ganz normales Tastenfeld, was vielleicht noch ganz interessant ist, was hier eben durch diese Folie so ein bisschen angedeutet ist. Wir haben das Nummernpad, das bei einem Laptop oder bei so einem kleinen Laptop oft entfällt, integriert in das Touchpad, das auch hier relativ breit ist. Wir können also hier zum Beispiel on-off, press one second, einen Rechner oder einen Calculator aktivieren, auf den wir dann direkt rechnen können übers Touchpad. Ja, ist bestimmt eine ganz, ganz nette Funktion, auch den Num-Block hier aktivieren zu können, ist bestimmt ganz komfortabel. Wichtig, es handelt sich jetzt hierbei tatsächlich um ein Office-Notebook. Also wir haben jetzt, oder das Notebook wurde nicht gekauft mit dem Hintergrund darauf zu zocken oder Bildbearbeitung, Videobearbeitung zu machen, sondern wirklich nur für Office-Anwendungen. Und ich denke, dafür ist das Gerät auch ganz gut, weil wir hier eben ein sehr, sehr flaches Design haben. Sprich, man kann das wirklich locker in eine Tasche packen. Man braucht da einfach nicht viel Platz. Ist auch sehr, sehr dünn, das Design. Wir haben hier also insgesamt eine maximale Aufbauhöhe von 2,9 mm und damit wird auch geworben. Das ist natürlich schon ein guter Grund, so einen Laptop zu kaufen. Ja, ansonsten haben wir hier unten auch nochmal ein paar wichtige Features aufgeführt, zum Beispiel Sound bei Harman und Kardon. Sagt mir jetzt so spontan nichts, wird aber euch bestimmt dem einen oder anderen was sagen, wird dann schon einen Grund geben, warum es hier draufsteht. 14 Zoll Display, ein 13 Zoll Gehäuse, wir haben einen 92 Screen-to-Body-Ratio, also wir haben einen sehr, sehr großen Screen im Gegensatz zum Gehäuse, geräuscharme Lüfterkühlung, ja, und durch diese Aluminiumfertigung ist es wohl Qualität nach Militärstandard, ob es das jetzt unbedingt braucht, aber macht das Gerät natürlich extra robust. Auf jeden Fall macht das Gerät im ersten Moment einen sehr, sehr guten Eindruck, auch einen sehr hochwertigen Eindruck, was natürlich auch dem Aluminium-Design geschuldet ist. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wir haben hier hinten so zwei Gumminoppen drauf und hier unten vier Gummifüße. Das heißt nämlich, wenn ihr das Notebook abstellt und das Display aufklappt, das hat hier vorne übrigens noch so einen kleinen Magnetmechanismus, das rastet also sehr gut ein, wenn man es zumacht, und auch die Mechanik des Öffnens ist sehr angenehm und macht einen stabilen Eindruck. Man sieht es vielleicht so rum besser. Wenn das Display allerdings aufgeklappt ist, übernimmt eben der Rand oder das Ende des Displays, wo eben diese zwei Gumminoppen dran sind, das Standbein des Notebooks, und dadurch bekommen wir die Tastatur bis zu 3 Grad geneigt. Und wenn wir es dann eben zuklappen, dann ist es wieder auf den unteren vier Beinchen. Ich habe jetzt mal das Netzkabel eingesteckt, damit wir den Laptop zumindest mal noch einschalten können. Vielleicht ganz wichtig, der Laptop ist eigentlich hauptsächlich dafür gekauft worden, zumal dieser Laptop jetzt auch nicht uns gehört, das wird ein Geschenk werden und wir dürfen es auspacken. Auf jeden Fall danke dafür. Er ist mit seiner Größe und seinem Gewicht sehr, sehr gut geeignet, eben gerade für Homeoffice, für Uni, für Schule, also für alles, wo ihr das Gerät eben unter Umständen mal mitnehmen müsst. Und durch die Anschlüsse könnt ihr ihn aber auch sehr gut an eurem bisher bestehenden Office-Arbeitsplatz verwenden. Wir haben einen USB-C oder einen HDMI, damit könnt ihr ihn problemlos an euren bestehenden Monitor anschließen. Und zusätzlich auf der anderen Seite noch einen USB 2.0-Port, wo ihr dann,
wenn ihr das habt oder verwenden wollt und ihr nicht mit der Tastatur und dem Touchpad arbeiten wollt, problemlos noch einen Anschluss habt für eine Wireless-Maus und Tastatur. Und damit wird es eben auch zum vollwertigen Homeoffice-Laptop oder PC, wie ihr es eben mögt. Ja, auch der das Display ist dafür sehr, sehr gut geeignet, denn wir haben hier einen 178 Grad Blickwinkel. Das heißt, es ist sehr stabil, egal wie ihr jetzt sitzt, ob ihr ein Stückchen links von dem Laptop sitzt, weil ihr nebendran noch einen Block habt, wo ihr schreibt oder sowas. Der Blickwinkel ist eben für das auch sehr gut geeignet. So, ich hoffe jetzt, der Akku ist nicht ganz leer und wir können hier zumindest mal schauen und starten. Weil es sich eben auch um ein Geschenk handelt, lasse ich jetzt hier die Folie mal noch drauf, die ich normalerweise immer abziehen würde. Wir schalten jetzt einfach mal ein. Einschaltknopf ist hier oben. Wir haben also auch eine LED, die uns signalisiert, ob der Laptop gerade läuft oder nicht. Und dann startet auf dem Display das Asus-Zeichen und das BIOS. Bei dem Modell handelt es sich jetzt eben auch, weil der Preis relativ gut war, um ein FreeOS-Modell. Das bedeutet, es ist kein Betriebssystem vorinstalliert. Ihr habt hier also freie Wahl, welches Betriebssystem ihr verwenden wollt. Wir werden einen Windows 10 drauf machen, weil es eben für Office-Anwendungen sehr komfortabel ist, um es mal recht neutral auszudrücken. Genau, hier sehen wir jetzt nochmal kurz die Übersicht, was hier so verbaut ist. Vielleicht Radeon, Vega, Mobile, GFX ist die Grafikeinheit, die hier mit verbaut ist. Ansonsten sehen wir eben hier auch nochmal kurz, dass es eben sich um 8 GB RAM handelt. Ja, was vielleicht ganz interessant ist, ist eben der Ausschnitt von dem Display. Wie gesagt, ihr müsst hier auf jeden Fall noch ein Betriebssystem, wenn es Windows werden sollte, zukaufen. Dafür können wir euch auch sehr gern in die Videobeschreibung einen Link reinpacken, wo ihr eben unter Umständen günstige Windows-Keys bekommt. Das ist nämlich gar nicht so teuer, das zu erwerben. Und dann habt ihr vielleicht, wenn es irgendwo ein FreeOS-Angebot gibt, auch die Möglichkeit, den Laptop zu kaufen. Ansonsten möchte ich euch jetzt noch hinweisen, bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch noch das Produktvideo an. Wir werden, nachdem wir das Windows installiert haben, das Ganze auch nochmal abfilmen, dass wir mal einen schönen Bildausschnitt haben, wie viel Rand da noch sonst drumherum ist. Sieht aber jetzt im BIOS zumindest relativ rahmenlos aus. Ganz kleines bisschen noch außen drum. Aber sonst macht das Ganze einen sehr, sehr guten Eindruck. Solltet ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zu diesem Produkt haben, schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare. Alle Links auch zum Laptop selber findet ihr wie immer in der Infobox. Vergesst bitte nicht, uns, wenn euch das Video gefällt, ein Like da zu lassen oder sogar ein Abo, um eben benachrichtigt zu werden, wenn auch ein neues Video von uns online geht. Da vielleicht noch der kleine Hinweis, die Glocke nicht zu vergessen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in dem kommenden Video wieder. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Macht's gut und bis dann. Ciao.